Moin, liebe Videospielfreunde, mein Name ist Dave Danielson. Dabei sind heute der Bob. Hi, hi. Und der Leviathan 2. Hallo. Wir befinden uns in der 100. Folge vom Gamepad Empire Großprojekt Pokémon Die Morgenrote Edition und haben uns zum Anlass genommen, deshalb mal ein wenig über ein Pokémon-Spiel zu reden, was in den letzten Wochen rauskam und eigentlich so die Welt schockiert hat. Kann man mal so, glaube ich, zusammenfassen. Die Rede ist von Pokémon Go. Jeder spielt es zurzeit oder hasst es. Eigentlich gibt es nur diese zwei Lager. Entweder spielt man es oder man hasst es. Den wenigsten Leuten ist das egal. Ich glaube, niemand kommt drum rum. Und ja, wir haben halt so über die, ich glaube jetzt fast 4 Wochen hinweg, so die ein oder anderen Erfahrungen gemacht. Und ja, die wollten wir gerne mit euch teilen. Möchte denn irgendwer so eine kurze Zusammenfassung schon mal bringen für sich? Was er von dem Spiel generell hält? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir das Spiel generell erstmal, ich sag mal, im Allgemeinen dieses gesamte Konzept ziemlich cool finden. Kann man so stehen lassen, ja. Ja, es ist, ich wollte gerade sagen, eben, es ist so, Pokémon Go ist für mich so ein Spiel, wo ich sagen muss, ich finde das Konzept gut. Ich finde die Ideen dahinter gut. Das Spiel ist scheiße. Genau deswegen habe ich es versucht, nochmal allumfassend besser zusammenzugreifen, was ich gerade sagen wollte. Ich meine, es wird jetzt in letzter Zeit immer besser. Ja. Ich habe seit 2 Wochen nicht mehr Probleme gehabt, auf den Server zu kommen. Ja. Ich habe aber allerdings Probleme, auf dem Server zu bleiben. Sobald ich mal 2-3 Stunden nicht mehr spiele, ist alles offline, muss ich das Spiel neu starten. Okay. Das Problem, dass man quasi... bei uns im Chat wurde es so schön genannt, Schrödingers Pokémon. Wenn man einen Pokéball wirft und das Spiel hängt sich auf. Ach ja, das und ist dann so 50%, ob man jetzt das Pokémon hat oder nicht, du merkst es erst, wenn du wieder nachsehen gehst. Ja. diese Probleme, die haben sich gelöst, aber es gibt halt immer noch viele Sachen, die fehlen. Ja, zum Beispiel, ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal so ein bisschen erklären, ja. Also du hast jetzt erstmal prompt gesagt, du findest das Spiel scheiße. Technisch mal, gesehen, technisch genau. Gesehen ist das genau, Spiel Schrott. Ich denke, genau das sollten wir einfach nochmal besser klarstellen. Also wir spielen es halt alle sehr gerne und so weiter. Was uns halt doch etwas, kann man das sagen, negativ einstimmt, ist halt einfach das Gameplay an sich. Das Gameplay an sich ist halt einfach nichts. Sind wir uns einfach mal klar, das Gameplay ist wirklich eigentlich... Ich meine, das Gameplay geht, oder? Weil eben, was willst du mehr von so einem Go-Out-and-Catch-Pokémon-Spiel, oder? Du wirfst Pokébälle, du fängst Pokémon. Die Arenen, ja, okay. Dort ist das Gameplay... Ja, das Kampfsystem ist... Das Kampfsystem ist kaum vorhanden, aber das liegt einfach daran, dass sie quasi... die können halt, es war auch irgendwie klar, dass sie nicht das normale Pokémon-Kampfsystem dort einführen können, weil du halt einfach auf ein Publikum zugreifst mit dem Handy, das vielleicht vorher noch kein Pokémon gespielt hat, das vielleicht durch seinen Freundeskreisen zu Pokémon Go getrieben wurde und dann vor einem Kampfsystem steckt, das sich 20 Jahre lang entwickelt hat. Ich bin halt trotzdem, also ich bin erstmal traurig über das Kampfsystem, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja, wenn man es mal runterbricht, man geht in eine Arena, tippt so lange aufs Handy, bis dann der Gegner quasi fällt oder hält die Taste, also hält den Finger drauf, um seine tolle Attacke auszuführen und hofft, dass man nicht getroffen wird. Also mehr ist es ja letztendlich nicht. Eigentlich klopfst du nur wild auf das Handy drauf rum, bis es funktioniert hat. Und das funktioniert dann auch. Ich hätte mir gerne, also dass man, wie du meintest, dass man halt das richtige Kampfsystem nicht übernehmen kann aufgrund der Schwierigkeit und so weiter, dass wir auch das Level-System halt abgeändert haben und so weiter, das finde ich gar nicht so dramatisch. Ich hätte mir aber einfach gerne so das Original-Gameplay light quasi gewünscht. Also einfach, von mir aus sind es halt nur 2 Attacken. Von mir aus
kriegt man durch Level-Ups auch keine neuen Attacken, sondern behält halt die beiden Attacken bei, wie wir sie erkennen. Aber dennoch hätte ich einfach gerne ein RPG-typisches Kampfsystem gehabt, als dieses casual aufs Handy rumgekloppe und gut ist. Wer weiß, tauschen ist da auch noch nicht im Spiel. Ne, soll ja aber kann sich noch alles ändern. Ja, das stimmt. Mal schauen. Also, aber ich schätze, das Kampfsystem wird wohl leider so bleiben. Ich denke, sie werden da schon noch ein paar Veränderungen dann vornehmen, aber nichts Bahnbrechendes oder keine Generalüberholung, aber ein bisschen so. Ja, vermutlich. Halt, keine Ahnung. Dass sie im Ausweichen ein bisschen einen Sinn geben und halt, dass sich die Spezialattacken auch lohnen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, in der Zeit, in der ich die Spezialattacke aufladen muss, hätte ich schon dreimal draufgeklickt und mehr Schaden gemacht. Ich denke, daran wird wahrscheinlich mit der Zeit noch ein bisschen gearbeitet. Ja, denke ich, oder hoffe ich zumindest auf jeden Fall auch. Wie gesagt, es ist halt einfach schade, dass es doch schon sehr krass abweicht von dem, was man einfach so gewöhnt ist, ne? Ich meine, dass die Pokémon-Spiele sind ja nicht umsonst so groß angepriesen. Ich finde es halt einfach schade, dass es doch sehr runtergebrochen wurde. Naja, wenn du es extrem runterbrechen willst, könntest du genauso gut sagen, wenn du irgendwas mit Kampfsystem haben willst, kannst du genauso gut One Finger Death Punch spielen und hast davon wahrscheinlich wesentlich mehr. Du musst das, glaube ich, erklären. Ja, One Finger Death Punch ist ein Spiel, das du mit zwei Knöpfen spielst. Ja. Entweder mit der linken oder rechten Maustaste oder mit zwei Knöpfen auf dem Controller deiner Wahl. Gegner kommen von links und rechts und du drückst den Knopf, wenn sie in deiner Reichweite sind. Eigentlich ist es nichts mehr als ein cool aussehendes Rhythmusspiel mit zwei Knöpfen. Nee, man könnte es in dem Sinne so sagen, ja. Nur ich hätte persönlich eher gesagt, es ist ein auf Kung-Fu-Fighting ausgemachtes Stickman-Spiel, hätte ich schon fast eher gesagt. Gibt's für Smartphone ja, übrigens auch. Aber das Kung-Fu ist nur ein Stilpunkt, weil du könntest er könnte auch jedes Mal die gleiche Schlaganimation machen und im Gameplay würde sich nicht ändern. Aber wir sind bei Pokémon Go. Richtig. Ja, also wir haben jetzt erstmal gesagt, jetzt in den letzten 5 Minuten, was uns an Pokémon Go jetzt weniger gefällt. Etwas habe ich noch, was mir weniger gefällt. Ja, schieß los. Ich kann mir keinen Zapplerang fangen. Ich wollte gerade sagen, du hast deine Generationsprobleme noch. Naja, wer weiß, ob die nicht auch. Ich meine, ich verstehe es. Andersrum, ich sage halt, ja, ich würde gerne Pokémon aus der 5., 4., 2., 6., die 3. ist mir eigentlich relativ egal, Generation fangen. Aber es ist das gleiche Problem wie beim Kampfsystem. Da kommen vielleicht Spieler, die vorher noch nie etwas mit Pokémon zu tun haben oder die seit 20 Jahren nichts mehr mit Pokémon zu tun haben. Und den kannst du nicht über 700 Pokémon auf einmal servieren. Ja. Dementsprechend, da verstehe ich es. Da hoffe ich aber auch einfach, dass schnell in vielleicht monatlichen Abständen Updates erfolgen. Ja, also nochmal zusammenfassend, also was uns einfach an dem Spiel definitiv einfach nicht so gut gefällt, ist einfach das Kampfsystem, also generell das Gameplay an sich so. Und Leaf hätte gern seine späteren Generationen. Dass du die nicht haben möchtest, weiß ich schon. Ja, ja, also ich brauche sie nicht zwingend. Für dich, Hauptsache es hat mit Feuer zu tun, wissen wir ja. Das Problem, was ich halt sehe, ist halt, dass die 150 oder vermutlich sind es momentan nur, weiß ich nicht, 130 oder so, die du fangen kannst, die sind halt irgendwie schnell gefangen, ne? Irgendwann hast du sie halt einfach. Und schon? Hast du sie alle? Ich noch nicht, nein. Aber ich sehe halt eine Menge Spieler, die schon die Pokédex so gut wie voll haben. Ich denke, bevor du alle hast, vor allem ohne Tauschen, dann gehen wir so frei nach dem Motto, wann buchst du deinen Flugache nach Amerika? Ich hätte auch gern Tauros, Dave. Ja, aber das kriegst du ja auch in den Eiern. Ich wollte gerade sagen... Kriegt man die auch in den Eiern? Okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, die haben es ja mit, ich glaube, mit 3... Aber dann bist du halt dann 5 oder 10 Kilometer Eiern ausbrüten, bis du dich dumm und dämlich gelatscht hast. Ich glaube, das haben sie, glaube ich, insgesamt sogar mit, waren es nur 2 oder? Nee, 3 Pokémon waren es, glaube ich, die länderspezifisch waren, welche in den anderen Ländern in Eiern sind. Ich glaube, lass mich kurz überlegen, ich glaube, das waren Tauros, Pantymos und Kangama waren es, glaube ich. Kangama in Australien. Richtig. Und Pantymos? Keine Ahnung, wo Pantymos jetzt war, aber ich bin mir sicher, dass es Pantymos mitunter war. Pantymos kann bei uns quasi, das kann durchaus sein.
Das Pantimos quasi der Mr. Mime. Nö. Mr. Mime. Wobei es immer Mr. noch Mime, verwirrend ist, dass er auch weiblich ist und trotzdem Mr. Mime heißt. Also irgendwie, irgendwas läuft da falsch. Ja, aber wie gesagt, ich denke, es dauert nicht mehr lange und dann hat man eben die 150, wie gesagt, es sind ja nicht mal 150, die du tatsächlich fangen kannst, aber da hast du halt alle im Pokédex drin und dann weiß ich nicht, wenn du halt nichts mehr zu tun hast und nichts Neues mehr fangen willst und dann das Endlevel erreicht hast, was du dann noch zu tun hast, ne? Also es fühlt sich nicht so an, als würde man viel Zeit mit dem Spiel verbringen können. Ja, also ich denke eben, bis du alle gefangen hast und bis du Endlevel hast, was, soweit ich weiß, Level 40 ist. Ja. Und für auf Level 40 brauchst du insgesamt, glaube ich, über 20 Millionen oder über 20 Millionen Punkte. Da bist du schon eine Weile dran. Ich meine, dann hast du... das ist jetzt nicht so ein Spiel, das du einfach mal am Nachmittag durchspielst. Nee, das ist richtig. Aber wie gesagt... Aber es ist... da kommen wir halt dazu, halt, wie sich das Spiel über... Also, nicht im technischen Sinne, wie sich das Spiel spielt, sondern wie sich das Spiel spielt. Ah, das ergibt Sinn. Ja, absolut. Mhm. Aber ich denke so. Mal, wer weiß, ob es überhaupt bei, so gesehen bei Trainer maximal Level 40 bleibt. Also es würde mich nicht wundern, wenn sie sagen, ach komm, wir hauen nochmal 10 oder keine Ahnung wie viel Level ruf, haben die Leute umso mehr zu tun. Ja, uhu, ganz toll. Ja, dann bekommen wir irgendwann sehe ich irgendwann in den Arenen in meiner Umgebung Pokémon mit 17.000 CP. Dürfte lustig werden. Ei. Ich dann mit meinem 500 CP Starmie da hinkomme und so, yes, Victory. Weiß ich nicht, also ich bin mir nicht sicher, ob man das Level dann irgendwann noch weiter erhöhen sollte, weil du hast halt dann einfach das Problem, dass Neuansteiger halt überhaupt keine Chance mehr in den Arenen haben oder sowas. Ja, aber das haben sie auch schon nicht, wenn dort ein Level 40er ist. Ich wollte gerade sagen... Ja, aber irgendwann sind sie halt auch auf dem Level 40, ne? Wenn sie 20 Millionen Punkte gesammelt haben, dann bist du schon... Dann sammelst du 20 Millionen Punkte. Es gibt doch so oder so schon mehr als genug Leute, die einfach mit, keine Ahnung, mit irgendwelchen vollentwickelten Pokémon mit über 1000, weiß ich wie viel CP bereits die Arenen besetzen. Und ich glaube, Es wurden auch schon die ein oder anderen Favoriten in dem Sinne gesetzt, welche halt dann immer als, wie könnte man das sagen, als in der Rückhand quasi sind, so, was war das? Ich glaube, großteils sieht man sowas wie Aquanas, Relaxos und ach, wie ist der Fuchs, was noch alles. Aquanas wurden genervt. Ja, ich wollte gerade sagen, da wurde, glaube ich, die Aquaknarre wurde genervt. Ja, das war im letzten, also, oder vorletzten, ich weiß nicht mehr gerade, irgendwie, glaube, das war, die Patch wurden aber genervt. Okay, weil das war schon ziemlich grauselig, dass man eigentlich in den Arenen nur Aquanas gesehen hat. Ich habe nie gegen einen Aquana gekämpft. Echt? Ich bin einer, waren immer Aquanas. Ja, ich habe auch Aquanas gesehen, aber ich habe nie gegen sie gekämpft. Okay. Ich bin einer, ich sehe einen leeren Platz in der blauen Arena und gehe in Stelle eines meiner Pokémon rein, kassiere die Belohnung und laufe davon. Ich kämpfe gar nicht mehr gegen die Arenen, dafür habe ich ein viel zu niedriges Level. Ich wollte schon da sagen, da kann ich nicht mehr mithalten. Sneaky Guy. Jetzt kommt die große Frage. Wenigstens stehe ich nicht da und warte, bis sich die anderen Teams verprügelt haben, um die Arena einzunehmen. Gut, jetzt haben wir lange genug darüber geredet, was uns halt nicht gefällt an dem Spiel. Jetzt können wir vielleicht mal darauf eingehen, was wir an dem Spiel gut finden und weshalb einfach dieser Hype, finde ich, absolut gerechtfertigt ist. Naja, es ist halt das Nächste, was man hat im Sinne von wirklich ein Pokémon-Trainer zu sein. Ja. rausgehen in die Natur, umherlaufen und einfach im hohen Gras Pokémon finden, danach von deinem Nachbarn angeschrien werden, dass das sein hohes Gras ist und was du da zu suchen hast. Ja. Endlich schafft man es mal, seinen Kinderwunsch zu erfüllen und Pokémon-Trainer zu werden. Naja, und vor allem, Es ist schon mal ein weiterer großer Schritt Richtung Virtual Reality. Es würde mich nicht wundern, wenn die Technik irgendwann so weit ausgereift ist, dass du sowas dann auch mit, keine Ahnung, auch eine Oculus Rift oder wie sich das alles schimpft, das also wahrscheinlich auch noch serviert kriegen. Ganz ehrlich,
Ich bin voll okay, wenn ich Leute sehe, die quasi mit dem ein bisschen aufs Handy schauen und Pokémon jagen gehen. Ich bin nicht dafür, dass sie die ganze Zeit aufs Handy schauen, aber ich bin voll okay. Aber wenn ich dann Leute mit einer Virtual Reality Brille durch die Natur durchlaufen sehe, damit sie Pokémon fangen können, dann hau ich, dann schaue, dann denen werfe ich einen Pokéball an den Kopf, nur damit sie die Brille abnehmen müssen. Wer sagt denn, dass sie dafür aus dem Haus gehen müssen? Weil du nicht raus mit einer Virtual Reality Brille rausgehen musst. Sollst du ja auch nicht. Musst du ja um auch nicht. Um draußen zu simulieren. Ja, und wenn aber dann Virtual Reality Pokémon drin, ja, das ist dann. Ja, natürlich wird es einen Haufen Leute haben, die spielen, aber ich denke, dann ist Pokémon Go immer noch näher an der Pokémon Trainer Erfahrung. Wahrscheinlich, ja. Nee. Also ja, wir sind uns ja im Allgemeinen, glaube ich, alle drei einig, dass dieses Phänomen, was momentan einfach abgeht, ziemlich krass ist. Das ist ich finde die Witze lustig. Nicht nur, dass halt die sozialen Netzwerke halt zugespammt werden mit irgendwelchen Memes oder dass sich halt ich find das so mega witzig. Viele Leute darüber aufregen, was da abgeht und andere das feiern wie Sau und dass dann wieder die Nachrichten rumpöbeln, dass Leute blind vor die Autos rennen, aber während andere Leichen finden. Ja, also, ja, aber Entschuldigung, Dave. Wenn ich im Internet einen Pokémon Go-Spieler sehe, der sich so extrem aufs Handy konzentriert, dass er gegen einen Baum läuft, dann weiß ich wenigstens, warum wir die ganze Zeit zur Schneider gebraucht haben. Was machst du denn aber, wenn es ein Mogelbaum ist? Zur Schneider. Wird nicht viel bringen. Es gibt noch keinen Mogelbaum in Pokémon Go. Noch nicht, Levi, noch nicht. Aber dann wird dir klar, warum wir zur Schneider brauchen, oder? Wie gesagt, das Schöne an dem ganzen Phänomen ist ja einfach, dass man tatsächlich halt erstmal rausgeht. Mhm. Sachen, also etwas, was jedes Fitnessprogramm in den letzten Jahren nicht geschafft hat, schafft jetzt ein Handyspiel und alle Leute, die sonst nur zu Hause vor der Glotze oder vom PC gehockt haben, gehen halt einfach raus und treffen sich einfach. Das ist halt das Ding. Es gibt, du gehst halt wild irgendwo hin und triffst dort andere Leute, die auch gerade unabhängig von dir einfach dort spielen und du kommst halt einfach mega ins Gespräch die ganze Zeit. Du hast halt sofort etwas, mit dem du connecten kannst. Du hast sofort, also wildfremde Leute, die sich dann einfach spontan mit dir unterhalten, weil du eben dasselbe Spiel spielst. Und das finde ich halt, ist einfach ein Phänomen. Das ist echt krass. Also ich finde das mega cool. Es hat schon was Amüsantes an sich, ja. Es ist schon, eben, ich habe ja, das habe ich dir auch schon mal erzählt, ganz am Anfang, als wir das Spiel noch hatten, als alles so neu war und niemand genau wusste, wie es funktioniert, habe ich quasi die Beschreibung zum Log-Modul gelesen. Ja. Und hab dir ja selbst auch schon gesagt, das ist das beste Item, das sie überhaupt einbauen konnten. Ja. Weil es halt einfach für eine Gruppenbildung sorgt. Mhm. Du siehst auf die Karte, siehst, dort wird ein Log-Modul verwendet, du gehst dorthin, um den Bonus abzukassieren, 5 andere Menschen sind dort, die das ebenfalls machen, und du hast eine Gruppe gebildet, und die kommen ins Gespräch. Und das ist möglich, dass sich keiner der 5 vorher kannte. Mhm. Ja. Absolut. In Göttingen ist das, das ist eine Stadtmitte Deutschlands, für die Leute, die das gerade nicht lokalisieren können, ist das so, dass das in Gassen und so weiter, wo halt die halt ein bisschen von der Innenstadt so quasi es sind halt so Seitengassen von der Innenstadt eigentlich mehr oder weniger, wo halt auch Geschäfte sind und so weiter, also meistens so kleinere Restaurants oder sowas, irgendwelche Buden, Fressbuden, und wenn du halt in einer glücklichen Gasse dein Geschäft hast und dort halt einfach 3 Pokestops gleichzeitig abzugrasen sind, hast du zurzeit einfach jeden Abend dort die Bude voll. Ich war jetzt schon häufiger in Göttingen unterwegs deswegen, also auch wegen Pokémon Go, und wir haben dann einfach diese Seitengassen abgegrast, dort sitzen halt Leute, also unglaublich, du gehst halt in diese Gasse rein, ne? Da passt kaum ein Auto durch. Aber links und rechts sitzen jeweils 25 Leute auf dem Boden, spielen Pokémon. Andere sitzen in den Geschäften und haben alle das Handy draußen, essen dort. Also die Geschäfte, die halt in glücklichen Spots gerade ihr Geschäft haben, die haben da mega das Gute losgezogen. Das ist richtig krass.
Tja, Sachen gibt's. Und irgendwann kannst du Arktos nur noch in McDonald's fangen, weil McDonald's sich die Rechte für Arktos verkauft hat. Ja, pass auf. Die sollten sich dann eher die Rechte für Relaxo oder sowas sichern. Pass auf, in sämtlichen Fastfood-Ketten, jede sichert sich die Rechte für ein legendäres Pokémon oder so. Ja, das wär's, jeder ja. Laden, jeder, der Kundschaft haben möchte und es sich leisten kann. Das wär's ja, ey. Pass auf, ich sehe es vor mir. Wenn eines Tages wirklich noch die weiteren Generationen eingeführt werden, ich sehe es schon kommen, Nordsee schnappt sich höchstwahrscheinlich dann die Rechte für Lugia. Ist zwar widersprüchlich, weil wegen Psychoflug, aber wir haben es ja gesehen, im zweiten Pokémon-Film lebt es ja großteils im Wasser. Kyogre. Oder Kyogre, schon. Kyogre wäre auch eine Methode. Ja, das ist natürlich... das kann natürlich durchaus passieren. Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch McDonald's-Geschäfte, die sich quasi auf ihr Geschäft einen Pokestop haben legen lassen. Ja. Ist eigentlich ein cooles Geschäftskonzept auf jeden Fall. Ich meine, man hat ja dadurch keine Nachteile, ne? Als Spieler, sag ich. Du hast ja eigentlich nur Vorteile davon. Und natürlich hat Mac davon auch Vorteile. Ja, natürlich. Aber ja, ja. Ich meine, aber mich stört's halt so, auch einfach nicht. Es ist dann halt Kundenfisch, ne? Das ist eine Werbung auf die. Es ist das neue Level der Werbung, oder? Naja, ich meine, du hast. Aber es ist. Ich meine, es liegt ja dann an dir, ob du wirklich in den McDonald's reingehst und alles, da gebe ich dir schon recht. Mhm. Aber es wäre dann halt. Eben, die ganze Frage ist halt einfach, okay, sie akzeptieren, dass sich McDonald's quasi Pokestops, also die Rechte für Pokestops auf ihren Laden kauft. Mhm. Wie geht's weiter? Wie viel muss man den Entwicklern zahlen, damit sie dies tun? Und wie viel muss man den Entwicklern zahlen, damit sie das tun? Ja, ja, schon klar. Also es ist schon klar. Also dass, dass das einen unglaublich krassen Marktwert hat, einfach, ist glaube ich, jeden bewusst. Und eben die Frage ist dann halt einfach, es ist ein Geschäft. Videospiel entwickeln ist ein Geschäft. Ja, natürlich. Und die Frage ist halt einfach. Eben, wie sehr sie das quasi kommerziell dann ausnutzen, wie stark das im Moment die Marke Pokémon Go ist. Ich meine, wir haben da über Harry Potter Go, haben wir schon Sachen gehört. Von mir aus sollen sie es machen, ich werde es nicht spielen. So ein großer Harry Potter Fan bin ich nicht, ich habe die Bücher gelesen. Sollen sie machen, sobald Pokémon Go einigermaßen funktioniert. Aber das Ding ist halt einfach eben, dass wie, ich möchte nicht korrupt sagen, oder? Aber wie käuflich ist das Ganze? Kann ich mir irgendwann, wenn ich genug Münzen habe, Pokémon Stop auf mein Haus setzen lassen, damit ich quasi gar nicht mehr aufstehen muss? Das wäre schon übelst mies. Oder eine Arena, damit ich unendlich, ja gut, eine Arena nicht, damit könnte ich unendlich viele Münzen machen. Aber ja, es ist dann... Vorausgesetzt, du hast sie besetzt, dann ja... Ja, ich wohne in so einer Sackgasse, wo nicht mal Pokémon auftauchen. Denkst du, hier kommt Trainer hin? ja. Die Vorstellung. Ja, aber ich finde es halt, es ist halt einfach eine Art, na klar, hier ist es einfach ein Geschäft, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Also ich finde es eigentlich... Ja, eben, ich sag, im Moment ist es noch nicht schlimm. Die Frage ist einfach, wie weit wird es gehen? Ja, aber das ist so ein Ding, was in Free-to-Play-Spielen ja generell immer halt ist. Ja, aber WoW hat, aber wenn du jetzt irgendein Free-to-Play-MMO hast und das wirft dir dann quasi vor der Tür, um dieses legendäre Schwert für die Ritterklasse zu holen, musst du ein dreifaches so und so Menü bei Burger King holen gehen und den Code, den du dann bekommst, hier einlösen. Was würdest du dann davon halten? Richtig, darauf wollte ich ja hinaus. Es kommt halt einfach darauf an, weil solche Free-to-Play-Spiele, wenn die anfangen, entweder halt für den Fortschritt teuer zu werden oder eben, ja, dass es quasi unmachbar ist, ohne Geld zu bezahlen, quasi weiterzuspielen oder jetzt in dem Fall bei Mac ist, dass das ist halt die Leute mittlerweile einfach anpisst, dass du die und die Pokémon wirklich nur noch dort findest, weil sie die Pokémon quasi gesaved haben, dann tritt sich so ein Spiel auch tot.
Ja, wenn das Spiel scheiße wird dadurch, dann wird sich das Spiel auch totreden, auch wenn es Pokémon Go ist. Aber eben, die Frage ist, ja, aber die Frage ist, wie weit können sie dann damit gehen? Und das ist das, was ich meine, oder? Das ist etwas, das möchte ich nicht sehen kommen. Nee, das ist richtig. Dass sich das Spiel selbst totredet, nur weil es halt einen Haufen Geld damit machen kann. Weil ein McDonald's, der für einen Pokestop bezahlt, der gibt um einiges mehr Geld aus als die Leute, die in den Pokémon-Stop gehen. Also, als die Leute, die dann in den Pokémon-Stop gehen für Pokémon Go. Ja, aber das ist halt, ne, das ist halt die Waage, die halt der Entwickler einmal halten muss. Hat. Und andererseits auch einfach die Spieler halten, ne? Also eben, ich sag halt einfach, ich bin voll okay, wenn du das quasi mit dem, eben, so wie jetzt McDonald's kauft sich Pokestops, von mir aus, kein Pokémon Go-Spieler reklamiert über mehr Pokestops in der Umgebung, ja. Sollen sich von mir aus alle Geschäfte im Pokémon Stop kaufen. Eben, die Frage ist halt einfach, wie weit das ist dann allenfalls treiben, wenn eben zum Beispiel, wenn da das erste ladenspezifische Pokémon draußen ist, dann ja. Wird man es schon hören, oder? Und einfach, eben, ich sage halt einfach, am liebsten gar nicht erst damit anfangen. Ja, absolut. Ja, aber wie gesagt, um nochmal kurz die Kurve zu kriegen, mit Glück profitieren halt auch einfach lokale Geschäfte, kleine lokale Geschäfte von der ganzen Geschichte, weil halt die Leute einfach jetzt dorthin gehen, wo sie sonst halt nicht hingehen. Weil es dort eben die Pokestops gibt. Also es hat Vor- und Nachteile, das wissen wir, glaube ich, alle. Ich bin aber der Meinung, dass die Vorteile zurzeit einfach stark überwiegen. Für kleine Geschäfte, ja. Für kleine Geschäfte vor allem, ja. Naja, unter Umständen, sag ich mal, lernt man halt, Gebiete in seiner Umgebung kennen, wo man halt vorher nicht war. Das stimmt schon, da muss ich dir schon recht geben. Das ist dann aber deine Schuld, wenn du die vorher noch nicht gekannt hast. Wieso, wenn es da vorher nichts gab, was mich interessiert hat, was soll ich da? Deine Umgebung kennenlernen. Ja, aber toll. Genau das macht ja Pokémon Go gerade. Deswegen, also. Lerne die Welt, Wenn du dann überhaupt die Umgebung siehst, weil das ist etwas, was meine. Ich war im Park mit meiner Mutter, als Pokémon Go vielleicht eine Woche draußen war. Und das war ein sonniger Sonntag. Da waren alle draußen. Man hat sie Pokémon Go spielen sehen. Da gab es noch eine lustige Szene, wo meine Mutter mich gefragt hat, ob wirklich so viele Leute Pokémon Go spielen. Dann musste ich mich nur nach rechts umdrehen. Da sah ich zwei Typen am Handy. Dann habe ich auch nur gefragt, rot, gelb oder blau. Dann haben die mich angeschaut und so, gelb, warum? Hat man schon ein Thema, oder? Man muss bei mir sagen, bei mir in der Umgebung ist Rot und Gelb dominant. Also bevor sich jetzt die Leute da denken, Gelb, existiert die Farbe überhaupt noch? Die ist bei mir ziemlich dominant. Hier gibt's praktisch kein Blau. Aber sie hat dann auch gesagt, sie hat dann so den Leuten zugeschaut, wie sie nur aufs Handy geschaut haben und so. Ja, das Spiel bringt die Leute schon raus. Aber wenn du die Leute fragen würdest, welche Farben die Blumen hatten, an denen sie gerade vorbeigelaufen sind im Park, dann müssten sie sich zuerst nochmal umdrehen, weil sie halt einfach gar nicht gesehen haben, dass dort Blumen waren, weil sie halt einfach voll aufs Handy gestarrt haben. Weiß ich nicht, also wenn ich Pokémon Go spiele, starre ich nicht die ganze Zeit aufs Handy. Ich merke halt, wenn es vibriert. Wenn du im Park, dort war halt wirklich der Park voller Pokestops und wo die ganze Zeit Pokémon gespawnt sind. Und die Leute, die quasi einfach da ihre 300-Meter-Runde gelaufen sind, quasi, damit sie jeden Pokestop wieder kriegen, nachdem er wieder gerespawnt ist. Und es ist halt, du saßt in diesem Park, hast halt wirklich einfach gesehen, Pokémon, die nur noch aufs, Leute, die nur noch aufs Handy starren. Ja, aber wie gesagt, die Alternative ist ja dann im Regelfall gar nicht rausgehen. Ja, ja, aber sie hat schon richtig auf. Die Leute sind zwar draußen, oder? Aber sie interagieren nicht mit ihrem Umfeld, weil halt das Wichtige ist, dass es auf dem Handybildschirm passiert. Allenfalls eben, wenn sie da eine Gruppe finden, dann interagieren sie in der Gruppe, aber quasi wie der Park aussieht oder alles, das ist eigentlich dem Spiel egal. Also das ist eigentlich dem Spieler egal. Hauptsache es ist ein Park, Hauptsache es hat Pokestops, Hauptsache es spawnen Pokémon. Ja, wie gesagt, aber diese auf die Handy-Star-Geschichte kannst du einfach nicht verallgemeinern, weil das würde ich komplett abschlagen. Das Ding ist halt,
es fällt mir persönlich auch auf, oder? Ich sage jetzt, wenn ich quasi an der Straße entlang laufe oder so, dann muss ich sagen, dann wird es von den Leuten heillos übertrieben. Da wird nicht so nur beinhart aufs Handy gestarrt, nicht dann, wenn ich es sehe. Aber in so einem Park, wo halt wirklich die ganze Zeit Pokémon spawnen und es einen Haufen Pokestops hat, dort muss ich sagen, ja, dort ist schon, sagen wir einfach mal, über 50% der Zeit der Blick auf dem Handy. Ja, aber der Park verändert sich ja auch nicht, ne? Da läuft man einmal durch, hat alles gesehen. Weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall aus meiner Erfahrung her, dass ich unheimlich viel mittlerweile abgelaufen bin, wo ich halt sonst einfach nie bin. Ich war ja irgendwie mit einer Freundin noch bei einer Kapelle, die ist so auf dem Berg gelegen bei uns. Die ist halt ziemlich weit außerhalb, da kommst du entweder nur wandernd hin oder über so ein... Ich will das Ding nicht mal Straße nennen. Eigentlich ist es mehr so ein... Ein abgetrampelter Weg. Also ein Trampelpfad. Nee, es ist schon... Ich glaube, das soll geteert sein. Es kann auch sein, dass einfach nur quasi Steine hingelegt wurden oder sowas. Aber auf jeden Fall ist das ziemlich abgelegen und die Gegend ist eigentlich mega schön und da ist man aber eigentlich nie. Wir waren da oben und haben da, glaube ich, insgesamt vielleicht 7 Leute den Abend gesehen. Und das waren alles Leute, die halt Pokémon Go gespielt haben. Sonst hast du da niemanden gesehen. Da oben ist sonst normalerweise einfach nichts los. Wunderschöne Gegend. Wir haben da halt ein paar Stunden gesessen. Da hat man nur dieses andere Problem, dass wir offensichtlich in der Natur nicht so viele Pokémon bekommen wie mitten in der Innenstadt. Ja, das ist etwas, das stört mich auch extrem. Das stört mich wirklich. Weil ich wohne hier quasi an der Grenze zum... Also ich habe bis zum See und bis zum Wald habe ich bei mir gleich weit. Mhm. Jedoch in den Wald zu laufen, hat es mit Pokémon Go für mich überhaupt keinen Sinn. Weil einfach keine Pokémon auftauchen, ja. Und ich in gewissen Gebieten im Wald halt einfach kein Netz habe. Und dann funktioniert Pokémon Go eh nicht. Was heißt, die einzige Route, die ich nehmen kann, wenn ich Pokémon Go spielen möchte, ist, geh runter an den See. Ach, du möchtest im Wald laufen gehen? Ja, dann bringt der Pokémon Go aber leider nichts. Ja, das ist, finde ich sehr, sehr schade, weil das nimmt so ein bisschen das weg, was ich an der App eigentlich cool fand, so, dass man tatsächlich ab halt einfach, in die Natur. Genau, dass man wandern geht oder zusammen irgendwo spazieren geht oder sowas, halt ab in die Natur und dort Pokémon fängt. Ich finde es halt, da ist so ein bisschen die Balance zwischen Stadt und Natur halt einfach gar nicht da. Du hast, wenn du auf einem kleineren Dorf lebst, einfach das Problem, dass du halt keine Pokéstops hast. Oder vielleicht 2, 3, wenn du Glück hast und da musst du echt für laufen. Während du in der Innenstadt irgendwie in alle 3 Meter an einem Pokéstop vorbeirennst. Teilweise beziehungsweise in deiner Wohnung einen Pokestop erreichen oder kannst. Oder von der Wohnung aus einen Pokestop erreichen kannst, genau. Oder du rennst halt 3 Meter und kommst an 3 Pokestops gleichzeitig dran in der Stadt. Das ist das. Und dann bekommst du zusätzlich noch zu den vielen Pokestops in der Stadt noch die vielen Pokémon. Anstatt dass man dadurch halt einfach so gebalanced hätte, dass man. Mich würde es jetzt nicht stören, dass wir bei uns im Ort nur 3 Pokestops haben. Wenn ich dafür einfach hier vernünftig Pokémon fangen kann, was ich in der Stadt vielleicht nicht kann. Sagt der Typ, der vor seiner Tür ein Arstas hatte? Ja, sagt der Typ, weil er sonst einfach hier nichts großartig kriegt. Ich meine, klar, aber wenn du in der Stadt rumläufst, da wirst du doch überflutet mit den Dingern. Hat also ein Arstas an deine Bob. Tür geklopft, ne? Ja, ein Arstas an meiner Tür. Ich glaube, da ist unser Stadtkorrespondent Bob. Bob, ha? Du bist in der großen Stadt, aber du, wie sieht's bei dir aus? Also, wie es bei mir aussieht, also ich persönlich habe von der Wohnung hier, wo ich wohne, gleich erstmal 2 Pokestops, die ich theoretisch immer abgrasen könnte, wenn ich wollte. Und ansonsten, ja. Allein schon, wenn ich das Haus verlasse, kann ich sowohl auf die beiden, die hier bei mir gleich sind, zugreifen, als auch noch einen auf der anderen Straßenseite. Und je nachdem, in welche Richtung ich gehe, komme ich da auch an den einen oder anderen Pokestop vorbei. Und ich habe es auch schon öfters gesehen, dass es auch scheinbar öfters mal an manchen Stellen auch das eine oder andere Lokmodul gezündet wurde. Also es scheint hier auch definitiv aktive Pokémon Go-Spieler zu geben. Wow, mitten in Berlin, das gibt's ja gar nicht. Ja, echt, ja. Ne? Hätte ich auch nicht gedacht. Wie sieht's, ne? mit Pokémon bei dir aus? Auch schon welche vor der Haustür gehabt? Naja,
Ja, aber großteils, wenn, dann war es ganz selten mal. Hier lege ich mal vielleicht ein Taubsi oder ein Radfratz, was sich hier, oder ein Habitak, was sich hier in die Nähe verirrt hat, aber ansonsten. Beziehungsweise einmal, da bin ich auch mal unterwegs gewesen, wollte ich einkaufen gehen. Dachte mir so, ja, gut, lässt der Pokémon Go nebenbei laufen, allein schon wegen Eier ausbrüten, auch wenn ich jetzt nicht so extrem lange Wege gehe. Ja, da habe ich mir auch ganz schön die Krätze geärgert, als mir dann erstmal ein Schillock über den Weg gesprungen ist. Ich dachte mir ja, okay, komm, versuchst du das Scheißvieh mal einen Ball drin zu kriegen. Ja, es hat mir im Prinzip den Mittelfinger der Gerechtigkeit gezeigt, nachdem es meine Beere verdrückt hat, mich keine Ahnung, wie viele Pokebälle gekostet hat. Und dann dachte es sich, nö, ich komm nicht mit dir mit und weg, weg, wart. Dachte ich mir auch so ganz toll. Also wie gesagt, ich kenne halt nur den Unterschied zwischen den Städten in meiner Umgebung und die jetzt auch nicht, noch nicht mal riesig sind, und halt meinem Heimatort. Und das ist schon ein Unterschied. Ich meine, klar, spawnen hier manchmal coole Dinge, weil ich habe einfach mega Glück mit meiner Haustür hier. Ich meine, was habe ich hier schon gefangen? Ich habe einen Austoss gesehen, ich habe einen Satzenia gefangen, Vulpix, Fukano. Aber das ist auch erst seit dem letzten Update, um ehrlich zu sein. Aber ich sag mal so, trotzdem ist Das das von klingt, der. das klingt, Entschuldigung, Ja. aber das klingt, ich weiß, du meinst das Update vorher, aber du sagst so, das ist das erste seit dem letzten Update, aber heute war das letzte Ach so, Update. dann das Update davor. Das ist dann so, erst seit dem letzten, ich habe erst heute habe ich die gefangen. Ist ja nicht so, dass ich spezielle Sachen kriege oder so. Aber trotzdem ist die Spawnrate einfach unheimlich gering. Wenn ich halt stattdessen durch die Stadt laufe, renne ich 3 Meter weit und dann vibriert mein Handy schon wieder. Also es ist eigentlich fast im Dauervibrationszustand. Also, das ist schon ein Unterschied, finde ich. Aber deine Spawnrate ist nicht so niedrig wie meine. Ja, deine Spawnrate Ich ist halt bin. einfach echt scheiße. Ich wohne in irgendeinem Bermuda-Dreieck der Pokémon. Die Todeszone des Scarlet Junior, oder? Ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich habe außer dem Starter und habe ich kein Pokémon bei mir in der Wohnung gefangen. Ich muss rausgehen, wenn ich was sehen möchte. Ja. Das Phänomen Versammeln für Pokémon-Jagd, für Pokémon-Jagen. Du warst mal am Strand, hast du erzählt, und hast Leute getroffen. Ich weiß nicht, redest du mit mir? Ja, ich rede mit dir. Okay. Bei Bob in Berlin gibt es dann. keinen Strand. Ja, bei mir gibt's Strand auch war keinen es, wenn die Strand. zählen. Hast du nicht irgendwie. Achso, du Am hast am See. See gesagt. Ja, okay, das definiere ich immer direkt mit Strand. Wir haben keinen Strand. Okay. Ja, das war in einem der ersten Tage, an dem Pokémon draußen war. Habe ich gedacht, hey, komm, warum nicht mal runtergehen an den See? Ich habe vorher schon, bin ich teilweise einfach laufen gegangen. Beim einfach nur laufen gehen hat mich Pokémon Go dann aber frustriert, wenn du irgendwie eine Stunde unterwegs bist, eine Stunde von zu Hause weg. Und dann zeigt dir das Spiel den Mittelfinger. Hey, keine Verbindung zum Server. Okay, schnell neu starten. Nee, du wirst heute keine Verbindung mehr zum Server kriegen, Junge. Ja, ich greife da ganz kurz mal rein. Ich erinnere mich da an die ersten Tage, wo ich dann noch wo ich ja auch losgelaufen bin, um einen Pokéstop abzugrasen und dich dann von dort aus, von dem Pokéstop im TS angequatscht habe, dass ich nicht reinkomme, und dann stehe ich da und ich komme nicht rein. Ja. Und das sind furchtbare Tage, froh, dass sie vorbei sind. Ja. Aber ja, ich ging dann mal an den See runter. Bei uns haben wir am See einen Park, also Idealgebiet zum Pokémon fangen. Dort auch. Was war das Erste? Das Erste, was mir passiert ist, ist, dass ich quasi zu Beginn des Parks bin, 10 Meter vom Park weg, kommt mir einer entgegen, der auch sieht, dass ich so auf mein Handy glotze, schaut mich an und nur so die Frage: Weißt du, wo das Kleinstein ist? Und ich so, nee, aus der Richtung, aus der ich gekommen bin, war noch kein Kleinstein. Aber ich habe es schon auch auf der Karte unten gesehen. Aber in meiner Richtung war es keine, musste eine der anderen versuchen. Und dann ging er in eine andere Richtung. Danach ging ich kurz in den Park, bin auf eine Bank hingesessen, zuerst so für mich. Da waren schon Gruppen, aber die habe ich halt alle nicht gekannt. Da bin ich zuerst so ein bisschen in der Bank für mich hingesessen, habe ein bisschen halt auch überall waren Lockdüfte aktiv, also ging da schön was ab. Und dann irgendwie auf ganz natürliche Art und Weise
habe ich mich dann irgendwann einer der Gruppen quasi angeschlossen, so frei nach dem Motto, habt ihr noch einen Platz frei? Hm. Wobei sie nur in einem Kreis standen, also ist jetzt nicht so, als ob es begrenzt Plätze gegeben hätte. Aber ja, und dann kam man ein bisschen über Pokémon ins Gespräch und hat so eben, es war so die Anfangsphase, man hat da so seine Tipps ausgetauscht, so die Sachen, die man kannte und die anderen noch nicht kannten und ja. Hey, hast du gewusst, dass es grün leuchtet, wenn du in die Nähe, wenn du in die richtige Richtung läufst und solche Sachen. Ja, und dann wurde es dunkel und da haben wir in der Gruppe halt ein bisschen kalt bekommen. Etwas, was ich mir von diesem Sommer mehr wünschen würde, dass man kalt bekommt, wenn es dunkel wird. Egal, wir haben uns dann entschieden, dass wir zum Lagerfeuerplatz gehen. Und dort waren auch nochmal etwa schon 5 Leute, die schon dort waren. Ja. Und dann haben wir quasi dort etwa so zu 10, 15. Die einen sind immer mal wieder losgegangen und haben entferntere Pokestops abgegrast für mehr Pokebälle. Mhm. Sind dort, haben da beim Lagerfeuer ein bisschen Pokémon gespielt und uns über Pokémon unterhalten und hatten da teilweise eine riesen Party, wenn wieder mal ein seltenes Pokémon aufgetaucht ist. So halt das seltenste, was dort aufgetaucht ist, war ein Dratini. Ja. Wo dann halt alle den Dratini gefangen haben, außer einer, dem ist es davon gerannt. Und ja, das bildet halt schon Comedy. Ja. Und das ist halt auch, ne? Das ist einfach so. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Handy einen Akkustand von 20% erreicht und dann bin ich nach Hause. Weil, ja, Pokémon Go. Das sieht Akku wie so. Not even once für deinen Akku. Ich denke auch mal, Pokémon Go wird auch in dem Sinne eines der Handyspiele sein, welches viele Intensivspieler oder allgemein viele Spieler dazu verleitet, sich auch eine Powerbank zu kaufen. Einfach um halt der Gefahr aus dem Weg zu gehen, dass halt der Akkustand zu niedrig wird. Ich würde allgemein Leuten empfehlen, die vorhaben, richtig Pokémon Go zu spielen, halt auch damit rauszugehen, sich einfach eine Powerbank zu kaufen, ja. Weil eben, ich sage jetzt, ich würde gerne mal, wenn ich im Herbst, wenn es nicht mehr so brennend heiß ist, gehen wir gerne mal wandern mit der Familie und dort würde ich gerne Pokémon Go mitnehmen. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht, oder? Aber wir sind dann den ganzen Tag am Wandern. Und das funktioniert mit Pokémon Go halt einfach nicht. Nicht unbedingt. Dementsprechend, und eben, ich arbeite 100%, wenn ich kann allenfalls am Abend mal runtergehen an den See. Und dann kommt es nicht drauf an, oder? Dann, bis mein Akku leer ist, wird es eh schon bald wieder Zeit ins Bett zu gehen, weil du am nächsten Tag wieder arbeiten musst. Das funktioniert. Aber ich weiß ganz genau, ich kann nicht einfach an einem Samstagmorgen sagen, ich gehe nach unten an den See. Also, und spiele einfach mal, weil ich weiß, okay, ich muss dann am Nachmittag wieder hoch, weil einfach mein Akku leer ist. Jetzt habe ich auch eine Powerbank, weil ich letzte Woche eine Aktion gefunden habe. Aber ohne die, da bist du einfach sehr begrenzt, einfach weil das Spiel so viel Akku sauft. Ja, selbst trotz Batteriesparmodus. Aber nochmal, dein Abend am See, das sind halt so, war vermutlich ein schöner Abend und das sind halt so Sachen, die du sonst vermutlich mit BMTS verbracht hättest. Vielleicht, ja. Weiß nicht, warst du im TS? Ich war im TS, ja, ich habe auf dich gewartet und habe mich gewundert, warum du so spät bist. Ach ja, genau, das war dann so frei nach dem Motto, da kam ja dann noch das Schöne auf WhatsApp, da die schöne Frage, und was macht ihr so? Worauf ich dann schön die Antwort schreiben konnte, ich bin hier mit wildfremden Menschen am See und spiele Pokémon Go. Ja. die Geschichte, die ich noch getwittert habe. das ist so eine typische Pokémon-Go-Story. Es ist halt durchaus vermutlich ein schöner Abend gewesen, den du halt sonst einfach nicht gemacht hättest, weil du halt zu Hause gehockt hättest. Und wie gesagt, davon kann ich ja auch eine Menge erzählen. Ich meine, ich war diese Göttingen-Geschichte, da haben wir eine Nachtwanderung gemacht. Da haben wir uns mit über 600 Leuten haben wir uns in der Göttinger Innenstadt getroffen, um durch die Nacht zu laufen und Pokémon zu fangen. Wir waren über 600 Leute und sind in einer Reihe quer durch Göttingen gewandert. Ich war glaube ich um 3:30, 4 oder so war ich zu Hause. Es war richtig, richtig geil. Natürlich hat sich das schnell ausgelaugt, ne? Wie später es wurde, desto weniger Leute waren da. Aber das war eine riesen Truppe, mit der wir einfach stundenlang durch Göttingen geheizt sind und den Spaß unseres Lebens hatten.
War mega cool. Dazu gibt's übrigens auch ein Video auf meinem Kanal, werde ich vermutlich einfach mal in die Beschreibung schmeißen. Dann könnt ihr euch da mal ein Bild von machen, wie das dort aussah, weil es war einfach eine mega geile Stimmung. Also das ist wirklich mega schön gewesen und ich find's, ich bin echt glücklich, dass ich mich dazu entschieden habe, da tatsächlich hinzufahren. Ja, ja. Bob, was sind deine Erlebnisse? Nun, also ich muss zugeben, mit Pokémon Go kam ich in dem Sinne auch richtig in Kontakt. Da war ich aber halt in dem Sinne nicht zu Hause. Da war ich ja gerade im Urlaub in Wien bei meinem Kumpel. Das war, glaube ich, auch eine gewisse Zeit bevor Pokémon Go offiziell rauskam. Aber wie wahrscheinlich nahezu jedem bekannt ist, wurde ja auch irgendwie die Installationsdatei auf, keine Ahnung, auf welcher Seite das jetzt genau war, ich glaube chip.de oder keine Ahnung, was auch immer, wurde ja da eine Installationsdatei rausgehauen und das war, glaube ich, auch so, ich glaube, ein oder zwei Tage, nachdem es dann auch offiziell auch zum Beispiel in Österreich released wurde. Ich persönlich hatte davon leider nicht viel, weil ich hatte dummerweise kein Datenvolumen in Österreich. Also theoretisch hätte ich es gehabt, allerdings nicht in Österreich, sondern halt leider nur im deutschen Raum jetzt funktioniert. Aber wie gesagt, da war dann das Geilste, ich habe mich dann halt doch spontan dazu entschieden, zu sagen, ja gut, okay, komm, dann gehen wir mal. Ich habe zwar nichts von, aber drauf geschissen. Man hat dann, als wir im Wiener Stadtpark waren, wirklich gefühlt, wir hätten wirklich Strichliste führen können, gefühlt jeder zweite oder dritte, der an uns vorbeigelatscht ist, hat Pokémon Go gespielt. Ob es jetzt die offizielle oder unoffizielle Version war, ist jetzt mal dahingestellt. Aber das war schon erstaunlich. Also hätten wir wirklich allein schon für jeden, den wir getroffen haben, der das gespielt hat, einen Euro gekriegt, na, wir wären da reich nach Hause gekommen. Und eine geile Situation war dann auch noch, ich meine, die Server und das waren ja auch mega instabil und all sowas, da hat sich dann auch mein Bro die ganze Zeit so beschwert, dass er dann immer rausgeschmissen wurde, wenn ihm dann doch mal ein Pokémon über den Weg gelaufen ist. War das Allergeilste, da war irgendwie ein Shiggy oder irgendwas in der Nähe, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo wir da waren, jedenfalls war da ein Shiggy in der Nähe, da kam dann auch noch so ein anderer Pokémon Go-Spieler zu uns, hat uns dann auch so angesprochen, ja, spielt ja auch Pokémon Go, ja, er schon, ich kann leider nicht, weil wegen kein Datenvolumen, tralala. Da hat er uns auch so gefragt, ja, und habt ihr den Shiggy hier irgendwo gesehen? Er so, ja, muss irgendwo da hinten sein, aber keine Ahnung, blasülz. Dachten wir uns auch so, ja, auch nicht schlecht. War schon lustig. Ja, wie gesagt, das bringt halt sehr, sehr gut Leute zusammen. Weil du einfach ne, direkt ein Gesprächsthema hast. Eine YouTuberin hat auch mal irgendwie einen Vlog darüber gemacht, wie sie halt umhergeht und einfach mal Lust hatte, Pokémon Go draußen zu spielen. Und sie meinte auch so, ja, eigentlich ist das so, für Kerle ist das so die beste Art, um Frauen klar zu machen. Du musst dich einfach irgendwo hinstellen in einem Pokéstop, dein Lockmodul anmachen und die Leute kommen einfach von alleine zu dir. Das ist halt einfach so. Du kannst halt einfach ein Lockmodul anmachen und die Leute kommen halt einfach. Das funktioniert in Göttingen auch super. Oder selbst hier bei uns in diesem kleinen Kack-Kaff, wenn wir in Mitte unseres Ortes, bei unserer Kirche ist ein Pokéstop. Mhm. Und wenn so, dort ein Lockmodul drin ist, das siehst du ja glücklicherweise, wenn du Alter, du hast dein Fenster offen. Großstadt das siehst halt. Du ja glücklicherweise sofort auf der großen Karte, weil bei unserem Ort kannst du halt komplett überblicken mit Pokémon Go. Und das dauert halt vielleicht 10 Minuten oder so maximal, dann hast du da auch 8 bis 10 Leute einfach, die da rumstehen und mit dir am Pokémon zocken sind. Es ist echt mega witzig. Zurzeit laufe ich noch mit einer Freundin, die spielt das auch jetzt seit längeren schon, ist glaube ich auf Level 13 oder 14 oder so. Mit der treffe ich mich zurzeit regelmäßig abends und laufe dann noch durch die Stadt. Wir treffen uns, wir haben uns jetzt bestimmt schon 5 oder 6 Mal in der Stadt abends getroffen, zwischen 10 und 2 und haben dann einfach dort noch Abende zusammen Pokémon gespielt. Oder wir sind ins Kino gefahren und sind dann noch mal vorher durch Göttingen gelaufen, um Pokéstops abzugrasen. Also das sind so Sachen, die man einfach ohne Pokémon Go nicht machen würde und wo ich es echt schade fände, wenn ich sie nicht gemacht hätte. Ja, ja. Tja.
So, ich glaube, wir sollten einfach mal noch zusammenfassen. Oder ich fasse einfach kurz zusammen. Denn dann haben wir eigentlich, glaube ich, über alles soweit erzählt. Es sei denn, es hat noch etwas, jemand... Ja? Ja, etwas. Ja? Das Update, das heute gekommen ist. Das Update, was heute gekommen ist. Mhm. Unglaublich dankbar. Was denn? Wenn du dich zu schnell bewegst, dann sagt ja Pokémon Go, dass du nicht spielen darfst und fragt dich, ob du nur Mitfahrer bist. Das ist eine coole Geschichte, denn vor dem Update war das so, das hatte eine Freundin von mir, die ist mit ihrer Mutter halt mitgefahren über die Autobahn und hat halt währenddessen auch Pokémon Go spielen wollen und sie wurde dann einfach timegebannt für eine gewisse Zeit, weil sie offensichtlich nicht sicher waren, ob sie jetzt selber Auto fährt. Genau, was ich eben, es ist einfach, wenn ich da die ganze, eben, es ist so, wenn du halt mit anderen Leuten drüber redest, ich sage jetzt mal, die nicht Pokémon Go spielen, ich meine, du hast gesagt, entweder liebst du es oder du hast es, also entweder spielst du es oder du hast es. Ich habe bei mir in der Firma viele ältere Leute, die halt, sie hassen es nicht, sie verstehen es nur nicht. Es gibt halt viele Sachen daran, die sie halt einfach nicht verstehen. Und natürlich, wenn du ein 55-jähriger Mann bist und einen Haufen Teenies siehst, die mit ihrem Handy vor deiner Hütte rumwedeln, anscheinend teilweise sogar mit dem Fahrrad den Bach runterfallen, weil sie so aufs Handy glotzen, dann stellst du dir irgendwann die Frage, wo das Hirn hin ist. Ja. Falls sie jemals eins besessen haben. Und wenn du dann nach die ganze Zeit in den Nachrichten davon den Sachen hörst, die da passiert sind, während Pokémon Go gespielt wird. Ja gut, die ein oder andere. Dann ist das schon, du kannst schon die ganze Zeit quasi das Argument bringen, ja, aber das war ja nicht das Spiel, das sind die Leute, die doof sind. Ja. Und du hast ja auch recht, oder? Ja. Aber es ist dann trotzdem, für Leute, die das Spiel nicht verstehen, sich auch nicht wirklich dafür interessieren, sie hören halt einfach die ganze Zeit in den Nachrichten davon. Ist das der einfachste Weg, dass du... Es ist halt dann einfach, ja, aber sie haben doch das Spiel gespielt und das ist ein gemeinsamer Nenner. Ja. Und es ist das gleiche, wie wenn du quasi das Waffenargument bringst. Ja, Waffen töten keine Menschen. Aber deswegen lag trotzdem bei allen 30 Morden eine Pistole am Boden. Ja. Nee, schon richtig. Da bin ich halt einfach froh, wenn quasi die Entwickler Schritte machen, die da quasi entgegenwirken. Also ich glaube, beim vorletzten Update, da kamen dann einfach die Nachrichten, die du wegdrücken musst nach jedem Neustart, welcher ziemlich häufig passiert. Eben, spiele nicht auf Privatgeländen, spiele nicht in gefährlichen Zonen, schaue nicht die ganze Zeit nur aufs Handy, du Irrsinniger. Ja, obwohl, das stand schon am Anfang dort mit dem Garados. Ja, ja. Und jetzt sagt er dir auch noch, ey, du bewegst dich zu schnell, fährst du etwa Auto oder Fahrrad? Ja, das Ding ist halt... Nee, nicht spielen, während du Auto, Fahrrad fährst. Und da bin ich froh, dass sie das machen, oder? Weil das sind alles eben, das sind halt einfach so Sachen... Ich sage ja nicht, dass man alle blöde Leute, dass man alle dumme Leute umbringen soll. Aber wenn man mal überall die Sicherheitslabel weglassen würde, könnte man der Natur ihren Lauf lassen. Ja. Und da bin ich halt einfach froh, dass es quasi einfach. Es verhindert halt einfach solche dummen Unfälle, die eigentlich nicht sein müssten. Ich bin bei der Geschichte, ich sag mal so prinzipiell, ich bin gegenüber den Entwicklern ein bisschen zwiegespalten. Man merkt, dass halt so das ein oder andere durchaus besser wird. Also man kann ja nicht abstreiten, dass die Server deutlich besser wurden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es daran liegt, dass einfach mittlerweile weniger spielen als zu Release schon wieder. Oder dass sich tatsächlich was getan hat. Bei der Geschichte mit diesen Sicherheitswarnhinweisen von wegen, fährst du etwa gerade Auto, also du bewegst dich zu schnell, fährst du Auto, das ist so eine Sache, fühlt sich für mich eher an wie so ein bisschen Absicherung für die Entwickler. Weil letztendlich, als wenn das ein Fahrer aufhalten würde, auf Ja zu drücken oder Nein zu drücken, ich fahre nicht selber Auto. Ja, aber ich finde es gut, dass das Spiel alles Mögliche, was es selbst unternehmen kann, unternimmt, um es zu verhindern. Wenn dein Hirn danach quasi so auf Null funktioniert, dass du es trotzdem noch machst, oder? Dann ist das deine Sache.
aber das Spiel hat alles getan, was es tun kann, um dich davon abzuhalten. Nee, also wenn es alles tun will, was es tun kann, um dich abzuhalten, dann würde es einfach verbieten, ab einer gewissen Geschwindigkeit quasi überhaupt zu funktionieren. Ja, aber ich meine, eben, dann hast du wieder das Problem, dass Mitfahrer nicht spielen dürfen, ja, oder? Ja, natürlich. Dann könnte man das Argument auch wieder bringen, okay, wenn das Spiel merkt, dass du dich in der Nähe einer Straße befindest, dann spaltet sich das Spiel ab, weil du in Gefahr sein könntest, auf die Straße zu laufen. Ja, ja, ich sag ja nur, es ist, sie tun in sinnvollem Maße. Ja, aber im sinnvollen Maße tun sie alles. Ich finde halt so einen Sicherheitshinweis, den du wegdrücken kannst, halt auch, das ist genauso wie diese typischen Sicherheitsdinger vor Pornoseiten. Sind sie über 18? Ja, nein. Und dann denkt sich der 17-Jährige davor, fuck. Was mache ich aber jetzt? Aber das ist ich würde es jetzt eher mit dem Ding vergleichen, oder? Wenn du einen Geschirrspüler hast oder ein Bleichungsmittel und darauf steht nicht trinken, dann hat die Flasche alles gemacht, was sie tun kann, um dich vom Trinken abzuhalten. Ja. Ich verstehe. Wenn du danach die Flasche immer noch das Bleichungsmittel trinkst, dann ist es nicht die Flasche, die versagt hat, sondern dein Hirn. Ja, ja, schon, ist schon klar. Also ich meine, ich sage ja nicht, dass die Warnhinweise nicht, dass die Warnhinweise schlecht sind. Ich sage nur, dass sie, glaube ich, Leute, also es gibt bessere Möglichkeiten, um tatsächlich etwas zu verhindern. Es ist halt nur die Sache, ob man das will, ne? Also, und was ich auch gut finde, und da sind sie ja offensichtlich dran, sind die Entfernung von Pokestops und Arenen an bestimmten Orten wie Friedhöfen oder Konzentrationslager bei uns in Deutschland. Ja, also sowas alle, die reklamiert haben. Muss ich zugeben, finde ich persönlich auch schon so ein bisschen makaber. Weil ich meine, es reicht ja schon, dass Friedhöfe, sag ich mal, bei uns jetzt zum Beispiel, aus welchen Gründen auch immer, schon fast mehr als in Anführungsstrichen Parks genutzt werden, weil da, keine Ahnung, Mütter mit ihren mit dem Kinderwagen durchgehen oder auch der ein oder andere da mit seinem Fahrrad durchgehen oder sonst was, wo ich mir denke, hallo? Schau das, mal, Jakob, da liegt Opa. Ja, pass auf, da kommt einer um die Ecke, warte mal, da tanzt gerade ein Radfratz oben auf dem Grab rum, ja, warte mal, das mache ich mal weg da. Wo soll ich denn sonst meine Nebulax fangen, wenn ich da auf dem Friedhof... Also, ich muss ja sagen, ich persönlich finde es jetzt nicht dramatisch, dass es Stops auf dem Friedhof gibt und dass, also generell, dass man einen Friedhof auch benutzt, um durchzulaufen oder sowas, weil ich mir halt nicht so viel draus mache. Das einzige Problem, was ich darin sehe, sind eben die Spieler selbst, die dann dort sitzen, den halben Tag und den Park-Friedhof zumüllen wie Scheiße. Richtig. Das ist halt das Problem. Mhm. Es ist nicht, also wie gesagt, es macht ja Sinn. Man weiß ja, die Pokestops und die Arenen sind ja alle aus Ingress übernommen. Ja. Das sind halt alles Denkmäler. Mhm. Das sind halt Denkmäler oder besondere Gebäude, normalerweise, wenn es gut gelaufen ist. Bei Ingress wurden natürlich auch damals schon dämliche Sachen als Portale übernommen, die jetzt bei Pokémon Go einfach auch gelandet sind. Zum Beispiel gibt es in Göttingen einfach ein. So, kennst du diese Holzpferde auf einer Feder zum Wippen? Ja. Es gibt in Göttingen einfach so ein Spielgerät, was quasi ein Pokestop ist. Das ist total albern, weil es einfach irgendjemand in Ingress mal eingetragen hat und das wurde übernommen. Es ist jetzt ein Pokestop. Es ist einfach ein Kack-Holzpferd auf einer Feder. Es ist richtig dumm. Andersrum sind es ja normalerweise, wie gesagt, Denkmäler, größere Gebäude, irgendwelche interessanten Geschichten. War ja ursprünglich dafür da, um eben die Gegend zu erkunden. Mhm. Und das finde ich halt auch an sich auch gut. Und gerade auf Friedhöfen gibt es eben auch Denkmäler. Ja, gibt's halt einfach. Fertig. Das Problem ist halt einfach die Spieler selbst, die halt einfach kacke sind. Also, viele. Ja. Lange nicht alle. Es gibt auch viele, die sich halt darüber aufregen. Auch viele Spieler, die sich darüber aufregen. Aber dadurch, dass es eben... dass einfach jeder zurzeit dieses Spiel spielt, sind es halt auch eine Menge Idioten. Mm. Ja, ja. Ja. Man kann gespannt sein, wie sich das alles noch weiterentwickelt. Man merkt ja, es wird was getan an der App, absolut. Ich weiß nur nicht, ob sie es dann in dem Zustand auch hätten rausbringen müssen. Oder ob sie das nicht lieber noch erstmal vorher beseitigt hätten. Sich da Gedanken drum gemacht hätten. Das ist so ein bisschen das Ding. Also es ist, ne, wir,
das hat Lev ja dann auch schon, da haben wir ja schon mal drüber diskutiert, man muss das, also so wie es am Anfang war, war es einfach nicht fertig. Und es ist ja auch jetzt noch nicht fertig. Es fühlt sich nicht an, als wäre das Spiel wirklich fertig. Nö, definitiv nicht. Nö. Fertig genug, um die den Aktienwert von Nintendo zu verdoppeln, aber das ist nicht fertig. Ja. Richtig. Gut. Also ich fasse nochmal zusammen. Wir alle sind begeistert von dem Spiel generell. Gerade von dem von diesem sozialen Aspekt. Wir gehen raus. Genau, ich sag halt, ich bin vom Spiel bin ich enttäuscht aus technischer Sicht, aber vom Phänomen bin ich begeistert. Ja, also einfach dieser soziale Aspekt, man geht raus, man spricht mit Leuten, mit denen man halt vermutlich nie ein Wort, die man vermutlich noch nie in seinem Leben hätte gesehen, sehen würden. Der Satz war total Schwachsinn. Die man normalerweise nicht gesehen hätte. man trifft sich, man macht halt, man unternimmt halt was. Aber natürlich, das Spiel ist technisch erstmal halt echt, sagen wir mal, ich sag's mal nett, minimalistisch. es macht halt echt nichts her. Das ist ein bisschen schade drum. Und man merkt halt einfach, dass noch viele Sachen einfach verbessert werden müssen, um echt gut zu werden. Prinzipiell aber, ne, es ist ein Phänomen, was es vermutlich noch nie in der Form gab. Die ersten Pokémon-Spiele. Und ja, also jeder von uns spielt gerne. Ich glaube, damit kann man das jetzt ganz gut abschließen. Ne? Eine Sache, die ich mich noch frage, ist, wie wird sich das denn wohl entwickeln, wenn sie so weit sind, dass sie auch dieses komische Zubehör Pokémon Plus auf den Markt schmeißen. Da bin ich ja wirklich mal... Der ist doch schon draußen, oder nicht? Nee, ich glaube, das wurde verzögert bis in den Herbst. Kommt, glaube ich. Ja, gut. Da bin ich ja wirklich mal gespannt, was willst du wie viele Leute sich das denn wirklich kaufen und damit dann rumrennen. Weil ich meine, für an sich für ein Free-to-Play, da sag ich mal, wenn man der Meinung ist, man braucht es oder man möchte es haben, jetzt so gesehen extra nochmal 40 Tacken auf den Tisch zu legen, nur für so ein kleines Zubehör, was da ein bisschen blinky-blinky macht und keine Ahnung. Ja, gut, technisch wird es natürlich ein bisschen mehr machen, aber... Es hilft dir, die Eier auszubrüten. Ja, es hilft dir definitiv, die Eier auszubrüten, ja. Aber es ist halt generell, ich sage jetzt, Spieler, die sich nur so ein paar Stunden mit Pokémon Go beschäftigen, die werden sich niemals Go Plus kaufen. Die hätten sich das Spiel aber auch nicht für 40 Euro an sich gekauft. Genau, und Spieler, die das Spiel quasi totzocken, die jetzt schon irgendwie Level 25 oder 30 sind oder halt nur schon 20, die das Spiel halt stundenlang spielen, und das ist einfach eine allgemeine Meinung, die ich habe, wenn du ein Spiel stundenlang spielst und stundenlang Spaß dran hast, dann muss es dir auch bei einem Free-to-Play-Spiel nicht leid tun, Geld dafür auszugeben. Absolut, ja. So ist das, ich meine, so leben halt Free-to-Play-Spiele. Ne? Ja, klar. Wenn es dir gefällt, dann gibst du dafür Geld aus, wenn nicht, dann musste eben vielleicht noch ein bisschen Werbung leben und das war's. Gut. Aber ich glaube, das werden wir dann halt frühestens sehen, wenn es dann tatsächlich draußen ist und es Leute gibt, die es gekauft haben. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir können die Folge mal abschließen. Das war jetzt die 100. Folge von unserem Gamepad Empire Großprojekt Pokémon die Morgenrote Edition. Go Edition. Pokémon Go Edition. morgen... Nein, Samstag? Nein, in einer halben Woche, sagen wir es in einer halben Woche. Ich glaube, Samstag ist André. Mittwoch. Kommt dann der Chunk wieder. Der ist dann hoffentlich auch, hat es dann auch hoffentlich geschafft. Wir sehen uns dann in irgendeiner anderen Folge wieder, je nachdem, wer wann dran ist. Bis denn und tschö. Bis dann. Wir hauen, weiterschauen.